fassen wir zusammen. Das Mittelalter ist trotz aller verschiedenen Ansätze der Zeitraum von 500 bis 1500, wobei es immer wieder notwendig ist, Ereignisse davor und danach in eine mittelalterliche Betrachtung mit einzubeziehen. Es ist vor allem eine Beschreibung ex post, die sich im Laufe der Neuzeit etabliert hat und heute eher als Tradition weiterbehalten wird. Neuere Ansätze wie das Konzept des Feudalismus oder Vormoderne haben sich bislang nicht durchgesetzt. Noch schwieriger wird es, wenn es nicht um die Dauer der Epoche des Mittelalters geht, sondern um eine Klammer, die das Gemeinsame beschreiben sollte. Was also kann man unter mittelalterlich verstehen? Im allgemeinen Sprachgebrauch sind das meist sehr arge Zustände. Es sind, wenn man etwas als mittelalterlich bezeichnet, Zustände, die nicht in die aktuelle Zeit hineinpassen, in eine frühere Epoche hineinpassen. Es sind viele Dinge, die hier aufgezählt werden, die aber gar nicht in das Mittelalter hineingehören, sondern vielmehr zur frühen Neuzeit dazugehören. Sie kennen die gängigen mittelalterlich definierten Zustände. Inquisition, Folter, Hexenverfolgung, permanenter Krieg, Absolutismus, adlige Willkür, Seuchen und so weiter. Hier wird also die falsche Epoche dem Mittelalter zugeordnet. Der Kern hinter dieser Zuschreibung ist allerdings, dass das Mittelalter als grundsätzliche Gegenzeit begriffen wurde. Das Mittelalter ist also zwanghaft das Gegenteil von dem, was heute ist. Es muss also deshalb auch eine Zeit des Rückschritts und der Einschränkungen werden. Damit ist das Mittelalter im gängigen Geschichtsbild nicht nur Lebens-, Kunst- und individualitätsfeindlich, sondern dazu gehört auch, dass das Mittelalter als wissenschaftsskeptisch, fremdbestimmt und vor allem düster, als finster bezeichnet wird. Es ist dann für die durch zunehmende Wissenschaft geprägten Menschen des 19. Jahrhunderts eben eine finstere Epoche. Philipp war daher bis ins 20. Jahrhundert auch eine historische Darstellung, die sich mit der Andersartigkeit des Mittelalters beschäftigt hat. Umgekehrt ist es aber auch nicht zielführend, allzu viele Kontinuitäten seit dem Mittelalter zu forcieren. Oft genug sind nämlich Traditionen unterbrochen worden oder auch erst viel später wieder aufgegriffen worden. Auch wenn zum Beispiel im Mittelalter unsere Institution, die Universität an sich, entstanden ist, so ist das doch im Mittelalter eine völlig andere Einrichtung, als wir das heute haben. Das Gleiche gilt für die Adelsfamilien. Die bedeutenden mittelalterlichen Adelsfamilien sind ganz streng definiert, nämlich ausgestorben. Strenge Definition ergibt sich eben aus der männlichen Erbfolge und die kann natürlich nicht über alle Zeiten hin gewährleistet werden. Sehr beliebt ist es aber, sich auf die eine oder andere Art anzusippen, das heißt Vorfahren zu übernehmen. So findet man auch heute noch immer wieder geradezu interessante Genealogien, zum Beispiel der englischen Königin, die sie mit dem ganzen mittelalterlichen Adel verwandt machen. Meist ist es allerdings so, dass Adelsfamilien ganz einfach nach einer gewissen Zeit wirklich aussterben, zum Teil auch konsequent komplett aussterben. Im ganz strengen Sinne ist das auch den Habsburgern geschehen. Wie Sie aus der neueren Geschichte sicherlich wissen, hatte Maria Theresia bei ihrer Machtübernahme durchaus große Probleme. Und die Folge des Ganzen ist auch, dass seit damals das Haus Habsburg-Lothringen heißt. Man hat nämlich
mit der Familie der Lothringer eine frühe Seitenlinie der Habsburger gefunden.